Udo Landbauer, FPÖ-Landesparteichef und künftiger Landeshauptfrau-Stellvertreter in Niederösterreich, übernimmt auf Basis des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens einen Teil der EU-Agenten. Er ist künftig unter anderem für die Geschäftsstelle für EU-Regionalpolitik, die bei der Nutzung von Regionalförderungen unterstützt, zuständig, wurde am Sonntag ein Standardbericht bestätigt. Die Entscheidung trifft auf Kritik. VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Eitner ist weiter für Außenbeziehungen verantwortlich. Die Außenbeziehungen Niederösterreichs inklusive Europäischer Union sind und bleiben Chefsache in Niederösterreich. Diese Zuständigkeit ist in der Geschäftsordnung ganz eindeutig geregelt. Auch das Europaforum Wachau kommt in die Zuständigkeit unserer Landeshauptfrau, betont der ÖVP-Clubobmann Jochen Danninger am Sonntag. Laut Geschäftsordnung ist Mikl-Eitner für Angelegenheiten der europäischen Integration und Koordination der Außenbeziehungen des Landes Niederösterreichs sowie EU-Erweiterungen verantwortlich. Weitere EU-Agenten wandern von Landesrat Martin Eichtinger von der ÖVP, der aus der Regierung ausscheidet, zu Landbauer. Die Geschäftsstelle für EU-Regionalpolitik und die Verwaltung des grenzenüberschreitenden Programms Interreg Österreich-Tschechien, das ein Vertreter der EU-kritischen freiheitlichen europäischen Agenten übernimmt, trifft auf Kritik. Ottmar Karas, erster Vizepräsident im Europäischen Parlament, sagte laut Standard in einer ersten Reaktion, das geht nicht. Präsident des Europaforums Wachau bleibt weiterhin unser Mr. Europa Martin Eichtinger. Es ist eine große Bereicherung für unser Land, dass Martin Eichtinger als profilierter Diplomat mit besten Kontakten in der ganzen Welt in dieser zentralen Funktion Niederösterreich weiterhin zur Verfügung steht, sagte Danninger. Für Agrarförderungen und Umwelt bleibt weiterhin Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernköpf von der ÖVP zuständig. Landbauer ist weiters künftig auch für Verkehr, also Straße und Öffis, sowie Sport verantwortlich. Mikl-Eitner ist weiterhin unter anderem für Personalangelegenheiten und Kultur zuständig. Außerdem übernimmt sie die Wirtschafts- und Tourismusagenten von Danninger, der von der Landesregierung an die Clubspitze wechselt. Die ÖVP hat bei der Landtagswahl am 29. Januar mit 39,93% minus 9,7 Prozentpunkte das schlechteste Ergebnis seit 1945 verzeichnet. Die absolute Mehrheit ist nicht nur im Landtag, sondern erstmals auch in der Landesregierung Geschichte. Die ÖVP stellt künftig nur mehr 4 statt bisher 6 der 9 Mitglieder. Der FPÖ stehen ein Landeshauptfrau-Stellvertreter und 2 Landesräte zu. Neben Landbauer kommen Christoph Luisser und Susanne Rosenkranz neu in die Landesregierung. Die SPÖ stellt in der Proporz-Landesregierung 2 Mitglieder. Sven Hergowich, designierter SPÖ-Landesparteivorsitzender, und Ulrike Königsberger-Ludwig, bisher Gesundheitslandesrätin. Ihre Zuständigkeiten sollen am Montag in einem Gespräch festgelegt werden. Ja, das zeigt, dass all diejenigen sich getäuscht haben oder die Bevölkerung belogen haben, die immer gesagt haben, die Freiheitlichen machen sich auf der Oppositionsbank bequem oder werden auch im Falle eines Wahlerfolgs in Niederösterreich die Füße hochlegen, sich dort in die Regierung hineinsetzen, aber in Wahrheit nichts verantworten wollen. Udo Landbauer und sein Team haben hart verhandelt, haben sehr, sehr große Meilensteine, die eine echte Veränderung in der Landespolitik bringen, herausverhandelt und sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was es jetzt in diesem Land braucht. Und ich sage, da macht der Vergleich auch sicher. Die Freiheitlichen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Eine andere Partei ist jetzt seit Monaten damit beschäftigt, wer von 2 Streithanseln der noch größere Ausgrenzer gegenüber einer anderen demokratischen Partei ist. Die FPÖ hat ja auch immer die ÖVP wegen der Corona-Politik kritisiert. Nun koaliert man mit ihnen. Wie geht das zusammen? Naja, wir haben natürlich diese Frage der Corona-Politik, der Aufarbeitung, der Wiedergutmachung, der Gerechtigkeit, wenn man das so nennen kann, für die Corona-Opfer zu einer Fahnenfrage in diesen Verhandlungen gemacht. Und wir haben uns damit durchgesetzt, weil wir davon überzeugt sind, dass es der notwendige und der richtige Schritt ist. Und wenn die ÖVP jetzt auch erkennt, dass hier in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, dann ist es umso wichtiger, dieser Erkenntnis dann auch irgendwelche konkreten Handlungen folgen zu lassen. Und das haben wir der ÖVP sozusagen in dieses Verhandlungsabkommen hineindiktiert. Welche Themen sind denn der FPÖ in den nächsten Jahren in Niederösterreich am wichtigsten, beziehungsweise sind die deckungsgleich mit denen der Bundespartei?
Ja, manches ist deckungsgleich, aber es gibt natürlich auch regionale Themen. Da sind die Niederösterreicher viel berufener, darüber Auskunft zu geben, als ich das bin. Aber wir haben natürlich auch im gesamten Bereich der Asylpolitik hier ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wenn Sie daran denken, dass jetzt erstmals in einem solchen Programm auch formuliert ist, dass die Geldleistungen de facto auf null reduziert werden für Asylwerber und dass wir zu einem System der Sachleistungen finden, dann ist das ein echter Meilenstein. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich Innenminister gewesen bin, hat mich dieselbe ÖVP, die das heute übernommen hat, in meiner Zeit im Innenministerium genau dafür kritisiert. Wir haben es also schon länger gewusst, die ÖVP hat etwas länger gebraucht, aber jetzt haben wir sie auch soweit. Johanna Mikl-Leitner wurde ja teilweise heftig kritisiert, auch von Udo Landbauer. Nun wird man auch mit ihr koalieren. Haben sich da die Verhandlungen zäh gestaltet, beziehungsweise welche Rolle haben Sie da gespielt? Und ich glaube, dass Udo Landbauer natürlich in diesen intensiven Tagen und intensiven Stunden der Verhandlungen sehr, sehr genau geprüft hat, ob es hier auf der emotionalen Ebene auch ein tragfähiges Fundament einer Zusammenarbeit gibt. Und das kann dann niemand besser beurteilen als er selbst. Und wenn das gegeben ist und wenn dann noch dazu die Inhalte stimmen, wenn es einen ganz, ganz großen sozusagen freiheitlichen Input in dieses Regierungsprogramm gibt, wo nicht Dinge fortgeschrieben, sondern neue Kapitel aufgemacht werden und andere Dinge fundamental verändert werden, dann glaube ich, ist es es wert, hier einzutreten und zu sagen, die Inhaltsebene ist uns viel, viel wichtiger als die Beziehungsebene zwischen zwei Personen. Haben Sie denn keine Angst, dass manche Wähler vielleicht verärgert oder enttäuscht sind, dass nun mit der ÖVP koaliert wird? Ich denke, dass der Wählerauftrag dahingehend zu interpretieren ist, dass der Wunsch nach einer Veränderung da gewesen ist. Und eine Veränderung ist ein Auftrag an diejenigen, die die Wahlen gewonnen haben. Und es war halt nur mal die Freiheitliche Partei in Niederösterreich und das sehr, sehr deutlich. Das heißt, an diese Partei geht der Auftrag, das auch umzusetzen in Verhandlungen, wofür man geworben hat in einer Wahlbewegung. Das ist aber auch ein Auftrag an die Wahlverlierer. Und das heißt nämlich dann von Seiten der Wählerschaft hier eine Bewegung zu entwickeln in Richtung auch der Wahlgewinner. Und das ist genau das, was man jetzt versucht hat, in diesem Verhandlungsprozess umzusetzen. Und jetzt wird es natürlich daran liegen, dass man sagt, ja, so intensiv, wie wir Wahl gekämpft haben und so intensiv, wie jetzt auch verhandelt wurde, so intensiv wird dann dieses Programm auch umgesetzt. Und da werden wir sehr, sehr viele Menschen, viel mehr noch als uns gewählt haben, davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin sehr optimistisch, dass dieses niederösterreichische Modell, das jetzt die freiheitliche Handschrift ganz, ganz massiv trägt, dass das ein Vorbild wird für viele andere Bundesländer. Ich bin gespannt, wie lange der Herr Doskozil brauchen wird, um einen Corona-Entschädigungsfonds im Burgenland einzurichten. Gottfried Waldhäusl wird ja kein Teil dieser neuen Koalition sein. Was ist Ihre Meinung dazu? Naja, der Parteiobmann war der Spitzenkandidat dieser Wahlbewegung und er ist dann auch derjenige, der entscheiden muss, in welcher Konstellation ein Team dann auch zusammenarbeitet. Und ich habe ja heute, ich glaube, es war ohnehin Ihr Sender gelesen, dass Gottfried Waldhäusl quasi nicht mehr dabei ist. Nein, er ist nicht mehr dabei, sondern er hat nur eine andere Position im Team der Freiheitlichen. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Aufstellung, wo Gottfried Waldhäusl genau den richtigen Platz hat. Ein kleiner Themenwechsel noch, Herr Kickl. Auch auf Bundesebene ist die FPÖ stark am Gewinnen, sogar Platz 1. Dieses Modell einer solchen Koalition, kann man sich das auch für die Bundesebene vorstellen? Das Ziel, das wir bei der nächsten Nationalratswahl haben, ist ein anderes. Die Freiheitliche Partei will dort stärkste Kraft werden. Sie haben ja selber gesagt, es sieht in den Umfragen momentan ganz gut aus. Wir werden hier auf Bundesebene weiter diesen Kampf gegen diese Anti-Österreich-Ampel, zu der leider auch die ÖVP unter Karl Nehammer gehört, weiter fortführen. Wir werden der Bevölkerung erklären, dass es bessere Alternativen zu dieser Politik gibt. Das sind die freiheitlichen Ansätze. Und wir werden den Menschen erklären, dass es für Österreich besser wäre, wenn wir in Verantwortung vom Bundeskanzler abwärts in den wesentlichen Ministerien Leute sitzen haben, die vorher wissen, was gut für das Land ist und nicht immer 2-3 Jahre und einen riesigen Schaden brauchen, bis sie dann vielleicht hinten noch gescheiter sind. Wir sprechen auch gerade darüber, die FPÖ ist ganz klar Nummer 1 auf Bundesebene. Was macht denn die FPÖ zurzeit richtig? Naja, ich denke, wir haben für die wesentlichen und fundamentalen Fragen, die die Menschen jetzt beschäftigen, die pragmatischen Antworten. Also das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Und wir sagen nicht heute das eine und morgen das andere und am dritten Tag dann irgendetwas dazwischen, um das Spiel dann wieder von vorne zu beginnen. Sondern die Menschen wissen, was sie an uns haben. Sie kennen unsere Positionen. Das war bei Corona
nach einer ersten Phase, noch von wenigen Monaten, eigentlich immer das Gleiche, was wir gesagt haben. Wir haben von Anfang an die Neutralität in Österreich verteidigt. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Sanktionen ein maßgeblicher Grund sind, warum wir eine derartige Teuerungslawine im Land haben und dass wir das abstellen müssen. Wir waren auch die Ersten, die gesagt haben, wir können mit diesem Klimakommunismus, dieser Zwangsbeglückung von oben nichts anfangen, wo man jetzt den Verbrennungsmotor als Feindbild identifiziert hat und alle Menschen zwangsbeglücken will. Das alles sagen wir schon sehr, sehr lange und die Menschen erkennen, dass die anderen Parteien dann mit Monaten oder teilweise Jahren Abstand dann draufkommen, dass die Freiheitlichen recht hatten. Also diese Zeit können wir uns sparen, wenn wir gleich Freiheitliche in Verantwortung bringen. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Bei der SPÖ geht es ja ziemlich rund. Was sind denn Ihre Meinungen dazu? Wie würden Sie das kommentieren? Und Team Dosko oder Team Rendi? Schauen Sie, ich werde Ihnen vielleicht eines sagen, was den Hans-Peter Doskozil und mich betrifft, damit man den Unterschied gleich klar machen kann. Er ist offenbar ein Liebhaber des Modells einer Ampel. Ich halte die Ampel für einen gemeingefährlichen Angriff auf die Interessen der österreichischen Bevölkerung und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP hat am Sonntag das auf massive Kritik stoßende schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich verteidigt. Man soll die Zusammenarbeit an ihren Taten messen, plädierte er am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Dass das Vorhaben, verfassungswidrige Corona-Strafen zurückzuzahlen, rechtlich schwierig werden könnte, räumte Kahner ein. Es gehe aber darum, in der Pandemie entstandene Gräben zuzuschütten. Diesen Prozess habe auch Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP in seiner Zukunftsrede ausgerufen. Die Freiheitlichen hätten damals statt von Versöhnung von Verhöhnung gesprochen, so der aus Niederösterreich stammende Innenminister. Jetzt sei die FPÖ offenbar doch bereit dazu. Er habe Hochachtung vor VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass sie diesen schwierigen Weg gegangen sei. Schließlich sei sie im Wahlkampf mit Worten bedacht worden, die unter der Gürtellinie waren. Die Freiheitlichen wären aber egal ob mit oder ohne Arbeitsübereinkommen Teil der Proporzregierung gewesen, argumentierte Kahner. Zudem erinnerte er daran, dass es etwa auch im Burgenland Rot-Blau gegeben habe. Ob die schwarz-blaue Zusammenarbeit auch ein Modell im Bund sein könnte, wollte Kahner nicht beantworten. Ich bin nicht bereit, zum aktuellen Zeitpunkt irgendwelche Spekulationen anzustellen. Die türkis-grüne Koalition habe noch vieles vor. Dies werde man in den kommenden 1,5 Jahren konsequent abarbeiten, gab sich Kahner überzeugt, dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode hält.